Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast und dabei bist. Ihr seht es im Hintergrund, es geht um die Amazon Prime Days. Die zwei Daten sind super wichtig. Ich nehme das Video heute am 20. Juni 2021 auf und dementsprechend ab heute Nacht 0 Uhr fängt das Ganze an und die zwei Tage Prime Days, da werden sehr, sehr viele Angebote rausgehaut. Natürlich weiß man nicht vorher, welche Angebote das sein werden. Deshalb möchte ich dir hier zeigen in diesem Video, worauf du achten kannst, wie du eine Watchlist erstellst, damit du weißt, was du kaufst und da richtig professionell rangehst. Welches Analyse-Tool ich dafür nutze, das zeige ich dir auch und wie ich natürlich auch die Preise analysiere, die Preisüberwachung einstelle und so weiter. Und natürlich richtet sich das Ganze an Amazon Prime-Mitglieder. Falls du also noch kein Amazon Prime-Mitglied bist, dann zeige ich dir, wie du das Ganze kostenlos nutzen kannst. Das Ganze 30 Tage, perfekt für die zwei Prime Day Tage und dementsprechend kannst du es jederzeit wieder kündigen, ohne jegliche Kosten. Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. So Freunde, ich befinde mich hier auf der Startseite von Amazon und ihr seht es hier schon, Angebote beginnen um Mitternacht. Das heißt für euch super wichtig, um 0 Uhr seid am Start, schlaft nicht ein und schaut euch die Deals an. Ich werde euch dabei unterstützen, wenn du coole Deals direkt auf dein Handy haben möchtest, von denen ich ausgehe, die profitabel zu kaufen und wieder zu verkaufen sind, dann siehst du die Beschreibung unten in der Beschreibung, wie du daran gehst. Und sonst natürlich richtet sich das Angebot an alle Amazon Prime Mitglieder. Falls du kein Amazon Prime Mitglied bist, dann findest du auch einen Link unten in der Beschreibung, wie du 30 Tage das Ganze kostenlos testen kannst und dementsprechend über die Prime Days das Ganze nutzen kannst. Und wenn du es nicht behalten möchtest, dann kündigst du das Ganze und hast somit gar keine Kosten. So, schauen wir uns mal an, wie gehen wir denn überhaupt an die Sache ran? Also, du musst dir einen Plan machen bzw. eine Watchlist, von wo du schon weißt, diese Produkte möchtest du haben. Und wenn diese Produkte dann dementsprechend reduziert werden von Amazon, dann solltest du so schnell wie möglich zugreifen. Warum? Weil manche Deals, sagen wir mal, es beginnt um 0 Uhr, dann gibt es manche Deals, die nur eine Stunde laufen werden und dann ist es Schicht im Schacht. Ja? Dann gibt es diesen Preis nicht mehr. Wenn du zu spät bist, dann bist du zu spät. Dementsprechend ist es wichtig, eine Watchlist zu haben. Und wenn du Produkte analysieren möchtest zum Weiterverkauf, dann solltest du auch eine Preisanalyse machen bzw. auch eine Preisüberwachung einstellen. Das zeige ich dir gleich, wie du das machst mit einem Tool, was ich selber nutze und dir dementsprechend das Ganze zeige. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen, wie du auch auf Marktplätzen wie Amazon und eBay verkaufst, die Selbstständigkeit, Motivation, Investition und vieles mehr, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Gib dem Video gerne auch einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere Videos zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. So, und ich beginne direkt mal mit einem Angebot. Wir sehen hier, Amazon hat hier schon einige Deals rausgehauen und zwar sind das diese Amazon-Produkte. Das habe ich auch meiner Community schon bereitgestellt, da wo ich sehe, dass das profitable Produkte sind. Dementsprechend, falls du zur Community beitreten willst und ja über Deals informieren sein möchtest, nicht nur Amazon, sondern auch anderen Webshops und Seiten, dann findest du alle Informationen, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Schauen wir uns mal an, was Amazon hier schon reduziert hat. Und zwar Amazon-Geräte bis 50% reduziert. Und tatsächlich sind hier einige Schnapper dabei, wo man dementsprechend das Ganze auch profitabel weiterverkaufen kann. Ich habe hier dieses Kindle mal gesehen. Und zwar, wir sehen hier, das ist für knapp 70 Euro jetzt zu haben, normaler Preis und verbindliche Preisempfehlung von 120 Euro. Und da kommen wir schon zu dem Analyse-Tool, was ich selber nutze, und zwar ist das Keeper. Ihr seht hier die Preishistorie von, ja, seitdem das Produkt in der Regel sogar gelistet ist. Wir können hier 940 Tage einsehen und sehen hier, dieses
Produkt, dieses Amazon Kindle, war schon generell immer sehr gut vom Preis und zwar standardmäßig immer 120 Euro. Ab und zu haben wir hier eine kleine Ausreißer nach unten, 87. Aber hier, das ist interessant, der letzte Preis von 68 Euro war im Oktober letzten Jahres. Wir haben jetzt das Ganze hier halt für 69,99 und dieser Preis ist jetzt entstanden. Heute um, ja, ich würde sagen, hier ab 11 Uhr hat das Ganze angefangen und das wird jetzt rausgehauen. Man weiß nicht, wie lange das so bleibt. Dementsprechend, falls du das ja siehst als ein profitables Produkt, was ich es sehe, wir gucken gleich mal, machen eine kleine Analyse, wie viel damit zu verdienen ist auf den anderen Marktplätzen und dann kannst du natürlich hier zugreifen. Auf jeden Fall. Unten findest du den Link in der Beschreibung, schlag da definitiv zu. Und wie gehe ich daran? Wie analysiere ich, ob das Ding denn jetzt tatsächlich profitabel ist? So, ich kopiere mir den Produktnamen und gehe hier bei Idealo erstmal. Idealo, Vergleichsplattform halt für viele Shops. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Hier mit 8 GB ist es ja gewesen hier. Darauf solltet ihr natürlich achten. Und natürlich hier mit Werbung, ja, in Schwarz. Und hier haben wir das Gerät und wir sehen es hier, bester Preis natürlich hier von Amazon direkt für 69,99. Der nächste Preis wäre von einem Online-Shop für 104 Euro zu haben. Also wir haben hier schon eine kleine Preisdifferenz nach unten und dann dementsprechend geht das weiter bis 120, wie es auch die unverbindliche Preisempfehlung ist. So, des Weiteren haben wir hier über dieses Keeper-Tool direkt auch die Möglichkeit, auf eBay zu gelangen und direkt zu sehen, wie wird das Produkt bei eBay verkauft. Und wir sehen hier für 100, ja, 12 Euro, für 110 Euro ist das Ganze auch zu verkaufen. Wir klicken mal hier auf 110 Euro. Und wir sehen hier, es verkauft sich tatsächlich. Dieser Händler hat schon 10 Stück davon verkauft. Und zwar, ja, tatsächlich sogar das meiste schon im Juli, beziehungsweise im Juni. Und für 110 Euro. Dementsprechend, wenn man das Ganze hier für 69,99 kauft, kann man hier so 10 bis 15 Euro eventuell Gewinn machen. Ja, das ist nicht garantiert, aber man kann es probieren. Dementsprechend, so gehst du an die Suche ran. Wenn du nun einen Preis überwachen möchtest und jetzt ist zum Beispiel noch kein Deal von Amazon und der Preis ist standardmäßig, sei es jetzt privat, sei es jetzt fürs Reselling, dann nutze dieses Keeper-Tool. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht und erklärt, wie du das genau einrichtest für deinen Browser und wie du dann benachrichtigt wirst. Das blende ich dir hier oben in der Infobox ein oder das Video findest du auch unten in der Beschreibung. So. Dann drückst du hier einfach auf Preisüberwachung, meldest dich hier an und dann sagst du hier, ich möchte informiert werden, wenn der Preis beispielsweise, ja, sagen wir mal so, bei 80 Euro ist. Der ist ja schon hier unter 80 Euro, aber jetzt nur so zum Zeigen. Hier gibst du den Preis von Amazon ein, hier gibst du den Preis von anderen Händlern ein, vielleicht ziehen da Händler mit, beziehungsweise sind noch günstiger als Amazon. Dementsprechend kannst du hier ja beispielsweise 75 Euro eingeben und dann kannst du hier Wunschpreisüberwachung abschicken und wirst direkt per E-Mail gleichzeitig aber auch über den Browser benachrichtigt, falls dieser Preis erreicht ist und dementsprechend kannst du hier so deine Schnäppchen machen. Das Ganze kannst du dir auf alle Produkte, die du schon weißt, wo du zuschlagen möchtest, falls da tatsächlich super günstige Preise von Amazon angeboten werden. Da rate ich dir sogar, so eine Watchlist zu erstellen, also hier so ein Wunschzettel, den du dann für dich einrichtest, verschiedene Produkte da reinwirfst. Wie wirfst du das da rein? Indem du hier einfach auf Liste klickst und dann dementsprechend dieser Liste zuordnest und dann wirst du da definitiv alle Produkte dann auch drinne haben. So, das Ganze zum Prime Day. Wie gesagt, bleib heute Nacht wach, schau dir das an, wenn du da nicht die ganze Zeit drauf schauen willst. Ich bin auf jeden Fall am Start und werde größtenteils da von Anfang an ab 0 Uhr dabei sein und werde mir profitable Deals raussuchen und selber natürlich auch mit einkaufen. Werde dich aber auch gleichzeitig benachrichtigen, falls du den Newsletter über WhatsApp abonnieren möchtest. Dann siehst du unten in die Beschreibung, wie du das Ganze machst. Viel Spaß dir dabei. Ich wünsche dir viele coole Deals. Falls du diesem Video noch keinen Daumen gegeben hast und das Video dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und beim nächsten Video dabei bist natürlich.
und freue mich auf deine Rückmeldungen. Gib mir kurzes Feedback über die Kommentarfunktion, wie für dich das Prime Day gelaufen ist oder läuft. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Erfolg beim Prime Day 2021 und bis zum nächsten Video. Ciao.